Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Premiere. Wir können tatsächlich heute mal zu Fuß zum ersten Video gehen. Ihr habt nämlich gerade schon gesehen, wie Lennart unser Oma-Golf-Getriebe zerlegt hat. Lennart, ich sag jetzt mal VW-Getriebefachmann, kommt nämlich tatsächlich Luftlinie keine 100 Meter von uns entfernt. Und der Gute hat sich dem Oma-Golf-Getriebe angenommen und überprüft das Ganze mal und tauscht die Glocke. Weil ihr erinnert euch dran, wir haben die Kupplung gesprengt und jetzt muss auf jeden Fall das Gehäuse einmal getauscht werden. Aber ich würde sagen, alles Weitere soll uns auch Lennart am besten erklären. So, ja. Lennart, schön, dass du die Aufgabe angenommen hast. Ich habe gerade gesagt, erste Video, was wir tatsächlich mal fußläufig starten können. Weil außer bei euch direkt zu Hause quasi. Nee, weil ist schon echt praktisch hier einmal rüberlaufen und so weiter. Ja. Wundert mich eh, weil so ein paar Getriebe hattest du ja für Marius und so weiter schon immer zerlegt. Und eigentlich ist ja VW genau dein Ding. Deswegen hat sich das jetzt natürlich hier gepasst. So, wir machen hier mal zu. Lennart, erzähl mal. Also du machst... Ich sag jetzt mal, obwohl es sehr professionell aussieht, nebenberuflich hier Getriebe. Hobbymäßig, ja, auf jeden Fall. Das hat mal begonnen mit einem eigenen Getriebeschaden am eigenen Auto. Und dann natürlich immer, kennt man ja selber, immer Autos mit zu viel Leistung gehabt. Mhm. Oder im Freundeskreis Autos gehabt, die halt einfach, wo die Getriebe nicht die Leistung gehalten haben. Ja. Und es hat immer jemand gefehlt, der das konnte. Jeder hatte so seine Aufgabe im Freundeskreis und irgendwie gab es keinen, der Getriebe konnte. Und dann habe ich mich dann nach und nach immer weiter reingearbeitet, sage ich mal. Und inzwischen macht es richtig Spaß, weil ich auch das vernünftige Werkzeug habe. Und ja. Lieblingsgetriebe? Lieblingsgetriebe, das ist schwierig jetzt also zu sagen, es gibt welche, die gehen relativ fix. Zum Beispiel diese 02T-Getriebe, die so in den kleineren Dreizylindern und sowas drin sind, die haben dieses Brillenlager, was oft da drin kaputt geht. Da bist du relativ fix durch mit dem richtigen Werkzeug und ansonsten 02A oder 02M sind natürlich schon coole Getriebe. Das heißt, 02T klang jetzt aber nicht gerade nach Leistungssteigerung, sondern eher so die typischen Getrieberevisionen. Ja, genau, das sind halt so Polo oder sowas oder Lupo. Ne, Lupus, da hatten die noch 0885 Getriebe drin, aber solche kleineren oder Golf 4, da fing es mal an damit. Ja, so klein ist die Welt, ne? Zack, sind wir über den Hof gelaufen und da sind wir. Hier könnt ihr euch mit Sicherheit noch daran erinnern, das ist die besagte Glocke, wo wir, glaube ich, auch echt Schwein gehabt haben, dass ja nicht noch mehr kaputt gegangen ist, ne? Weil da ist ja schon, wenn man das jetzt so sieht, ist da schon gut Loch drin, ne? Da ist schon ordentlich was weggepasst. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Aber wir alles gegeben. Weil er hat ja wirklich hier nicht viel gefehlt, dass halt, weißt du, wenn es ein paar Zentimeter noch weitergegangen wäre, wäre hier halt definitiv Öl und dann Öl auf Straße. So, gar kein Öl auf Straße. Und deswegen auch weitergefahren, ne? Ja, und Öl auf Kupplung ist natürlich auch mal dann meistens noch ein Problem. Also hier war sie wahrscheinlich eh ja, die, defekt, aber... Ja. Es gibt ja auch diese berühmte Wanderbolzen, wo dann der durchschlägt und dann von innen das Getriebe zerschlagen wird. Ne? Also, nee, da hat man Glück gehabt. Ja. Dann, was kannst du uns so erzählen? Zum Zustand an sich. Weißt du, wie viele Kilometer ihr damit jetzt gefahren seid schon? Das muss ich mal kurz überlegen. 2 Jahre, Wörthersee, hin und zurück, ein bisschen dies, das, jenes. 5000? Mhm. 3.000 bis 5.000 so in den Dreh? Ja, also... Das Problem ist ja immer bei diesen gradverzahnten Radsätzen, dass die Laufleistung nicht so abkönnen. Die können zwar auch nicht Kraft ab, aber Laufleistung ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Als ich es aufgemacht habe, habe ich ja gleich gesehen, ist ein adliges Getriebe, ne? Blaues Blut, 75W, 140 wahrscheinlich. Ne? Also, ja, ja. Ist halt immer für die Zähne an sich und den Lagerverschleiß sehr gut. Mhm. Für die Synchronringe in der Regel nicht so gut, weil es ein GL5-Öl ist. Mhm. Ne? GL5 heißt? GL5 ist ein Getriebeöl oder
ja eigentlich ein Öl, was für nicht synchronisierte Getriebe ist, also zum Beispiel Differentiale und sowas. Oder du kannst auch auf Dockgetrieben ohne Probleme fahren, weil die sind ja auch nicht synchronisiert. Die GL5-Öle haben teilweise Additive drin, nicht alle wohl, die Synchronringe oder die Metalle in dem Synchronring angreifen können. Ah, okay, verstehe. Das heißt, dieses 75W140, extrem dickflüssig schon mal, sagst du, ist für dieses Getriebe in Sachen Synchronisierung nicht so toll? Wenn es warm ist, sagt die Erfahrung, dass es gut geht. Mhm. Also das ist auf einer Meile oder so, kann es sehr gut funktionieren. Aber prinzipiell für den normalen Straßeneinsatz würde ich es eigentlich nicht empfehlen. Also okay, ja, bei uns war es, glaube ich, meistens kalt. Ich hab halt Getriebe dann schon vom Kumpel immer eins gab, ein 02M Getriebe, da war dann halt, sagt er, ja, synchronisiert so scheiße, ich sag, kann nicht sein, haben alles neu gemacht und letzten Endes lag es einfach nur am falschen Öl. Ne? Mhm. Aber was halt krass ist, auf diesem Getriebe, speziell genau auf diesem Gang, dem vierten, waren halt wirklich 3 Bar, 2,5 Bar, also das waren wirklich 1100 Newtonmeter, würde ich sagen, vielleicht sogar 1200 Newtonmeter und auch etliche Prüfstandsläufe und so weiter. Genau, ich hole mal eine Taschenlampe, dann kannst du ein bisschen mehr sehen. Weil dafür sieht es ja echt noch, also, noch gut aus. Was ich gesehen habe, hier liegt ja der Magnet von dem Getriebe. Ne? Also das heißt, der hat ordentlich Späne schon drin gehabt. Mhm. Für die wenige Laufleistung würde ich unter normalem Einsatz sagen, da passt irgendwas überhaupt nicht. Bei dem Einsatz und halt grad verzahnt, würde ich sogar sagen, ist es halt in Ordnung. Der Magnet, ist der geklemmt, geschraubt oder was? Der sitzt in der Glocke drin, leider auch von außen nicht erreichbar. Also man kann ihn auch nicht irgendwie sauber machen. Ach, da sitzt hier unten drin. Und sammelt letzten Endes dann alles, was magnetisch ist und im Getriebe rumfliegt. Ne? Aha. Krass. Haben aber alle Getriebe? Haben alle Getriebe in der Regel drin, ja. Manche sogar mehrere. Also 01E zum Beispiel, dass du immer in der Limo gefahren bist, hat sogar hinten im Mitteldifferenzial noch einen Magneten, meine ich, drin. Ja. Dementsprechend. Mhm. Ja, was ich halt bei Getriebe immer krass finde, ist, es ist ja eigentlich kein Hexenwerk, ne? Aber wie du selber schon sagtest, man muss halt A wissen, in welcher Reihenfolge man es immer zerlegt, weil man relativ viel von außen erstmal nicht sehen kann und halt auch die Werkzeuge dementsprechend braucht zum Pressen und so weiter. Genau. Okay, vierte Gang. Sonst? Ansonsten, die Lager sehen alle auch soweit noch ganz gut aus. Das ist eigentlich immer hier so mit das anfälligste Lager im 02A-Getriebe. Ja, ist aber auch in Ordnung. Also ist jetzt nicht so, wir können es nochmal auseinanderziehen, die Welle. Hier hinter sitzt noch ein Lager entsprechend. Das konnte ich jetzt so noch nicht begutachten. Vor allen Dingen ist das halt auch wirklich eigentlich kein großes Lager so, ne? Wenn ich das jetzt so sehe. Genau, und das ist auch das Lager. Meine Theorie, also ich kann es nicht ganz beweisen, aber warum das immer aufgibt. Einmal natürlich ist das ein relativ kleines Lager. Und dass wenn das Differential hier dreht, das ist auch das Lager, was am meisten Öl abbekommt. Ist ja eigentlich gut, aber da kommt natürlich auch der ganze Dreck rein. Und alles, was durch diese Bohrung hier, durch diese Ölzulaufbohrung sozusagen dann hinter das Lager gestemmt wird, muss auch durch das Lager raus. Und man sieht ja dementsprechend auch, wie das schon eine sehr matte Oberfläche hat. Und dadurch ist das so mit das anfälligste Lager, sag ich mal, vom Verschleiß her. Das wäre jetzt auch wieder so ein typisches Teil, wo man wieder Werkzeug braucht, um es rauszukriegen, ne? Genau. Kann ich ja mal kurz zeigen. Da gibt's, also in dem Fall muss ich nicht mal raus, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand noch dieses Gehäuse sich nochmal fertig machen will. Ja, es gibt, muss ich kurz gucken hier, es gibt dann dementsprechend solche Lagerausziehsätze. Da gibt es dann die verschiedenen Größen für verschiedene Lager. Und dann kannst du das mit so einer Gegenschlitze letzten Endes rausziehen. Ah, okay. Ja. Also das spreizt sich dann und zieht den Ring. Genau, das hat letzten Endes das auch hier, was VW Original benutzt. Ich habe mal früher angefangen, wo ich mein erstes Getriebe gemacht habe, mit so einem relativ günstigen Werkzeug aus der Bucht, genau. Das hat auch irgendwie funktioniert, aber das ist nicht dasselbe. Also, ja, muss massiv sein. Ja, das ist schon eine ganz andere Hausnummer, wenn man ein vernünftiges Werkzeug dafür hat. Okay. Das hier hinten müsste dann dementsprechend der fünfte Gang sein, ne? Genau, dann können wir auch mal die ganze Schale. Ja, aber das sieht, also meine Limo-Getriebe sahen immer viel, viel schlimmer aus. Ja, also irgendwann fängt das ja dann an mit einem richtigen Pitting, dass die richtige Ausbrüche auf der Fläche haben. Und ich hatte mal früher mal so als Hausnummer, haben wir mal gesagt, so
15.000 bis maximal 20.000, wenn so ein Getriebe das schon hält von der Laufleistung, das ist schon top. Mhm. Ja, natürlich kommt es auch. Also da habe ich Zahnräder hinter mir, die waren wirklich viel schlimmer. Hier so sieht man da so schon, dass es so ein bisschen. Ja, genau. Es schon so ein bisschen mehr wird, ne? Aber klar. Synchronisierung, was kannst du dazu sagen? Können wir auseinanderdrücken, die Welle kurz, und dann können wir uns die mal ein bisschen genauer angucken. Vom fünften Gang, die liegt ja hier schon offen entsprechend. Also, Weil das ist halt immer so ein Thema, weil auch an den Zahnrädern sind ja die eigentliche Synchron, die Synchronverzahnung, wie heißt das eigentlich? Synchronkörper ist es ja nicht. Ja, das ist eigentlich, hast du ja die Schaltmuffe hier, dann hast du den Synchronring. Das ist die Sperrverzahnung, die dafür sorgt, dass der sozusagen die Schaltmuffe erst rüber kann, wenn die Drehzahl angeglichen ist. Und dann hast du hier das Schaltrad oder Losrad das ist dann die Synchronverzahnung sozusagen. Weil die sind original bei diesen Zahnrädern und quasi auf das Zahnrad, ich glaube, drauf geschweißt sind sie sogar richtig, ne? Ja, ich weiß nicht, ob die Laser geschweißt sind oder ob die, wie die das genau machen, aber es gibt auch ganz oft, wenn du so einen Satz bestellst, dass du dann die im Austausch hinschicken musst und dann möglichst einen Satz hinschickst, wo die Synchronverzahnung auf dem Schaltrad halt noch intakt ist, also schön spitz ist. Ne? Und jetzt sehen wir ja in dem Fall schon so, dass es der eine oder andere Zahn schon so ein bisschen verrundet ist. Ja, das ist jedes Mal, wenn es beim Schalten Geräusche gibt, sage ich mal, dann hast du genau in dem Moment, dass diese Schaltmuffe, weil die Drehzahlen noch nicht angeglichen sind, entsprechend auf die Synchronverzahnung knallt, nenne ich es jetzt mal. Und dann hast du halt genau halt dieses Geräusch, was man dann hört. Und dadurch hast du dann den Verschleiß an den Spitzen der Zähne sozusagen. Mhm. Das heißt, da können wir uns jetzt zwei Sachen einmal angucken. Einmal, wie die Zähne aussehen und einmal, wie die eigentliche Bremsfläche hier so aussieht, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Okay. Und da ist aber Handlungsbedarf oder ist das noch vollkommen im Rahmen oder was hast du dazu? Ja, also das beim fünften Gang würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Man sieht es ein bisschen so von dem Positiv-Negativ-Anteil bei diesem Synchronringtyp. Es gibt ja verschiedene Synchronringtypen. Inzwischen hat man ja diese Friction-Pad-Systeme, nennen die sich. Die sind dann auch für ganz andere Öle letzten Endes geeignet, weil die Öle natürlich auch sich viel oder dolle weiterentwickelt haben entsprechend, die Anforderungen daran. Hier kann man so ein bisschen abschätzen über Positiv-Negativ-Anteil und auch über das Spiel, was letzten Endes, dadurch, dass das ja konisch ist, vorherrscht zwischen dem Schaltrad und dem Synchronring an sich. Das kann man mit einer Fühlerblattlehre messen, aber das ist soweit, also da man da ja auch super drankommt, weil der fünfte Gang außen sitzt, würde ich den jetzt noch nicht tauschen. Ne? Ja, ja. Wenn das jetzt vielleicht der zweite Gang wäre oder ein Gang, wo man auch weiß, der macht Probleme öfter, dann kann man sowas natürlich vorsorglich auch tauschen. Positiv-Negativ-Anteil heißt ja dich quasi, also die Rillen, wie die Rillen aussehen. Genau, also die sind im Neuzustand relativ scharfkantig noch und dann natürlich über die Jahre werden die immer breiter, also der Positiv-Anteil sozusagen wird immer breiter und dadurch, macht sich dann der Verschleiß halt irgendwann bemerkbar entsprechend. Aber hier können wir nochmal grob zeigen, also die Synchronisierung funktioniert eigentlich folgendermaßen. Dieses Rad ist los im Getriebe. Dieser Synchronkörper ist fest auf der Welle. Verdrehsicher quasi. Der Synchronkörper stützt sich an dem, also das ist der Synchronkörper letzten Endes. Mhm. Und der Synchronkörper, da sitzt greift der Synchronring rein und der sitzt fest auf der Welle. Ja. Und wenn das Ganze formschlüssig verbunden werden soll, dann rutscht diese, die Muffe hier so rüber und vorher synchronisieren die beiden Flächen, dass halt beide Zähne auf der gleichen Höhe sind. Ähnlich wie schon wie eine Kupplung, Bremsscheibe. Soweit kann er sich natürlich nicht verdrehen, sondern er verdreht sich halt genau um das Stück, was ihm hier vorgegeben wird. Und das ist dann genau das Stück, dass du nie die Möglichkeit hast, dass hier von der Schiebemuffe dann Zahn auf Zahn stehen kann, sondern immer nur, er kann links oder rechts dran vorbei sozusagen. Ich bin, glaube ich, hier im Falschen gewesen, aber ich war gerade in der falschen Kerbe. Aber das heißt, so, wenn er jetzt auf dem Anschlag steht, kann er sich daran vorbeidrücken mit der Schiebemuffe und wenn er da auf Anschlag steht, kann er sich halt auf der anderen Seite vorbeidrücken. Ist halt dementsprechend hoch oder runterschalten? In welche Richtung er gerade am Anschlag steht. Ja, genau. Müsste so sein vom Lastwechsel. Habe ich mir noch keine Gedanken dass gemacht. Dass er einmal hochdreht, einmal abtourt, ne? Und dementsprechend, weil man sieht ja auch immer, dass wenn man dieses typische Hochschalten, dass sie rund werden, dann werden die auch alle immer zur gleichen Seite rund.
Ja, es kommt natürlich, genau, also wohin, in welche Richtung er die Drehzahl angleicht, aber letztendlich ist es wie hoch und runter schalten, das stimmt schon, ja. Genau. Okay, ja, konnten wir euch auf jeden Fall schon mal ein bisschen Synchronisierung. Ja, es gibt da auch super Animationen für. Meistens sind da ja die Amis auf YouTube ein bisschen weiter mit solchen Animationen zu machen, aber die das zeigen. Die das zeigen. Und hier sieht man das ja nochmal. Ich glaube, jeder von uns hat schon diese eine Animation gesehen von einem Differential hinten, wie das funktioniert. Ein offenes und ein Sperrdifferential mit so Stöckchen. Genau, das ist auch. Und man sieht das aber auch, es gibt eine Animation, da sieht man das in einer drehenden Bewegung, sage ich mal. Ne? Vielleicht räume ich hier schon wieder alles ab. Und da siehst du das mit dem Links-Rechts-Anschlag entsprechend, ne? Mhm. Und dann sucht er sich halt den Weg. Und erst wenn die Zähne nicht mehr hart aufeinander stehen, sag ich mal, dann zack, geht der Gang rein. Mhm. Und wie kriegen wir dann aber trotzdem dieses Schleifgeräusch immer hin? Kann man das quasi, also wenn so richtig trotzdem noch Geräusche macht, kann man das simulieren? Genau, das wäre das gerade, ne? Ja. Also, dass er quasi, das kann ja nur sein, dass die Drehzahl noch nicht passt, aber man trotzdem schon auf das eigentliche Zahnrad die Muffe drückt, ne? Ja, entweder Kraft oder halt so doll, also dass man den Gang richtig reinwirkt mit richtig viel Kraft. Mhm. Oder dass der Synchroning einfach auch schon so doll verschlissen ist, dass er gar nicht mehr synchronisiert, ne? Synchronisiert oder ist ja, halt wie eine Bremse letzten Endes, ne? An der Stelle. Mhm. Okay. Ja. Gut. Ich bin nach wie vor immer noch fassungslos, dass dieses 02A-Getriebe überhaupt nicht einfach nur auseinanderfällt. Ja. So, erste, zweite, dritte Gang brauchen wir gar nicht drüber reden, dreht eh nur durch. Mhm. Da wird da keine Last drauf sein, aber ab dem vierten oder gerade dann auch im fünften Gang. Ich erinnere dich an unsere Autobahnfahrt mit dem Oma-Golf, weiß ich nicht mehr. Mhm. Wo du selber gesagt hast, dass es dir zu. Ist auch mittlerweile, das waren ja damals nur, keine Ahnung, 500, 600 PS oder so, ne? Mhm. Ja nicht mal ansatzweise wie jetzt. Aber das oben raus ist das schon. Das war wild. Ist das schon eine krasse Nummer. Ja, das heißt, wenn, dann müssten wir uns jetzt nur noch die Synchronringe angucken. Das kann ich kurz auseinanderdrücken. Ich hoffe, die Welle hält sich an den Drehplan sozusagen. Muss man immer gucken, auf Explosionszeichnungen kann man dann sehen, wo die Ringe sitzen, wo man sozusagen angreifen kann oder wo man das trennen und ziehen kann. Mhm. Das ist eigentlich natürlich nicht jede Stelle, sonst machst du Schaden entsprechend. Ich hatte es auch schon, dass diese, das sind ja die Lagerhülsen letzten Endes, dass die so fest saßen, dass man da nur mit Hitze oder im schlimmsten Fall sogar mit der Flex nur dem Herr geworden ist. Also da hoffen wir jetzt mal, dass das auf jeden Fall uns willig ist. Okay, das heißt, in dem Fall kriegst du jetzt quasi, also eigentlich ist es hier gerade verpresst? Nee, da ist lose. Verpresst ist das Teil in der Mitte, oder? Genau, hier ist es lose, wird aber gehalten durch die Lagerschale, die da... Ah, die Lagerschale, die ist drauf gepresst, okay. Wie eine Passung sozusagen auf der Welle sitzt und dann ist noch eine Scheibe drunter. Und dann sollte, wenn ich jetzt richtig liege, da nichts mehr zwischen sein. Nein, sollte aber. Das heißt, du kannst aber über alle Gänge das nach oben rauspressen. Genau, das funktioniert. Es gibt auch Getriebe, da muss man so blöd, sage ich mal, angreifen, dass man dabei die Synchronringe zerdrückt quasi, wenn man Druck auf die Synchronringe ausübt und die dann immer ersetzen muss, die Synchronringe. Ja. Weil klar, wenn du diese Lagerbox hier runterkriegen willst, so, ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie probiert, hier so hinterzugehen, aber das ist natürlich so dünn alles, da kommt es natürlich so schlecht hinter. Ja, also manchmal geht es auch nicht anders, da muss man halt einen Kompromiss finden, aber hier kann ich schön unter dem, das müsste zweite Gang sein, angreifen können. Ne? Und dementsprechend kann ich das dann abdrücken. Das ist auch wieder, ne? Wenn man eine günstige Presse hat, die hat keinen Komforthub. Das heißt, die Werkstätten werden mich jetzt auslachen, dass ich hier firm. Ich war aber auch schon in ganz vielen Werkstätten, die haben theoretisch sogar Pressen mit Druckluft, ne? Dass du schön ranfahren kannst. Gar nicht erst angeschlossen. Ja, also das ist halt auch gefährlich. Du hast ja kein Gefühl. Ne? Also zum Ranfahren wäre es okay. Aber du hast ja sonst kein Gefühl, wie viel Kraft wende ich eigentlich gerade auf. Und auch das Manometer da, das zeigt an, was es will. Aber ich habe das halt, dadurch, dass ich die ja öfter benutze, im Arm. Einfach im Gefühl. Ne? Jetzt siehst du, ich hab ja schon einen leichten
habe ich einen leichten Druck drauf und du siehst, es lässt sich alles halt noch entsprechend hier, gut, hier ist jetzt ein bisschen Spannung drauf, aber... Aber biegt sich schon so krass durch, ne? Hier ist schon ein bisschen, ja, ist ein bisschen, bisschen Bums schon hinter. Ein bisschen Dampf ist da immer drauf schon. Ich muss mal kurz lösen und mal korrigieren, weil hier unten komme ich sonst liegen. Ist halt auch beim Pressen. Klar, wenn man jetzt eine Kamera im Gesicht hat, ist das natürlich immer ein bisschen was anderes, aber eigentlich Ruhe bewahren und lieber noch dreimal nachschauen, nichts überstürzen, damit man nicht irgendwas kaputt presst. Ja, wenn es einmal knack gemacht und, hat. Genau, ich setze mir jetzt auch einmal noch eine Schutzbrille auf, weil wenn mir jetzt genau vor dem Gesicht mal ein Stückchen vom Zahnrad abplatzt und mir ins Auge fliegt, dann haben wir alle nichts gekonnt. Irgendwas halten soll? Nö, an sich nicht. Also eine Welle fällt gleich unten raus. Die fange ich dann ein bisschen ab. Es kann auch gleich sein, dass ich nochmal oben mit einem dünneren Pressstück durch muss durchs Lager. Sieht ganz so aus. Jawohl. Ah, die gute Zentralschraube von der Kurbelwelle. Die ist, glaube ich, vom T4-Bus oder sowas. Irgendwie. Geht immer. Obwohl, nee, die haben, nee, die vom T4, das ist dann diese hier. Die haben nämlich keinen Unterlegscheibe, die haben noch einen Bund. Antriebswelle. Naja, ist ja auch egal, was die ist. Wenn du möchtest, kannst du schon mal die Schraube oben festhalten, weil mir das Konstrukt sonst genau in diesem Moment sich nämlich komplett verabschiedet. So, dann nehmen wir das zuerst mit. Dann haben wir es nur eingeklemmt. Das riecht immer so gut. Findest du gut? Nein. So, ja, das ist aber der Punkt, den du gerade sagtest mit dem GL5. Ja, die Getriebeöle riechen in der Regel nicht so gut. Also die LKW-Schrauber, die wissen, dass wenn so ein Hinterachs-Differential mal gekocht hat beim LKW, gibt nichts Schöneres in Anführungsstrichen als gekochtes Öl. Das stinkt bestialisch. Ja, also das Öl, finde ich, geht sogar noch. Ja. Da finde ich die Öle, die so serienmäßig drin sind, auf jeden Fall immer noch schlimmer. Die sind ja meistens auch länger drin, ne? Ja, also stimmt, ja. Wenn so ein Öl 30 Jahre alt ist, wir haben ja neulich schon mal darüber gesprochen kurz, dass eines der großen Probleme einfach auch die Ölqualität ist, ne? Das sind Lebenszeitfüllungen. Mhm. Und wenn so ein Öl halt auf so einem 02A-Getriebe einfach 30 Jahre inzwischen drauf ist, das ist so verschlammt, das setzt alles zu. Gerade die Synchronringe setzen sich komplett, diese Rillen zu. Die Nadellager von den Rädern hier setzen sich zu, von den Schalträdern. Das macht dann die Getriebe irgendwann alle tot. Ne? Das heißt, bei so einem VR6 02A-Getriebe hatte VW nie vorgesehen, den Wechsel zu machen. Ich meine, die haben alle Lebenszeitfüllungen auch schon, also die Schaltgetriebe, ne, in den Baujahren. Ja. Bei den Automatikgetrieben sind sie dann erst schon später ja ein bisschen drauf gekommen. Oder DSG, wo sie es halt alle 60.000 dann regelmäßig machen. Ne? Genau. Da geht's ja. Mhm. Jetzt haben wir hier, eigentlich das ist immer das Interessanteste, weil der zweite Gang ist auch schon beim 02A doppelt synchronisiert. Das heißt, wir haben einen dreiteiligen Synchronring. Oh, das ist geil. Hat letzten Endes nichts anderes als Aufgabe, als dass es die Fläche vergrößert. Ne? Also die Fläche, mit der wir, sag ich mal, die Geschwindigkeit angleichen können oder bremsen können. Wie so eine Zweischeibenkupplung. Genau, ist letzten Endes das gleiche Prinzip wie Zweischeibenkupplung, also einfach nur eine Vergrößerung der Oberfläche. Gibt es diese ganzen Teile bei VW eigentlich noch zu kaufen? Beim 02A sind inzwischen schon Teile in Feilen. Also gerade ich meine, den Mittelteil gibt es noch bei Classic Parts. Mhm. Die Synchronringe weiß ich jetzt gar nicht genau. Also es wird, ich hoffe halt, dass nochmal nachproduziert wird irgendwann. Ja. Ne? Aber nee, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das beim 02A schon doppelt. Ja. Das heißt, Fläche Nummer 1 auf Fläche Nummer 1 und dann hat man das Ganze aber nochmal hier und hier. Mhm. Aber nur der zweite. Bei dem nur der zweite. Genau. Ist beim Limo-Getriebe auch, da ist es auch nur der zweite. Mhm. Beziehungsweise eigentlich auch noch der erste, aber der erste... Und hier siehst du diese Flächen, das ist ja auch schön zu sehen. Die haben ja. Aber nee, das ist, glaube ich, gerade Quatsch, was ich erzähle. Das Limo-Getriebe ist nicht doppelt synchronisiert im ersten und zweiten. Und das hier sieht so aus, als hätte
Wäre das hier mit angefertigt worden beim zweiten Gang, sage ich mal. Wir haben ja vorhin gesagt, dass man eigentlich das oft anliefert bei den, bei den Umbauten auf Gradfahrzahlen. Dann wird das übernommen, dieser Teil, und nur das Zahnrad sozusagen umgearbeitet. Hier sieht man ja auch schön die Schweißnaht. Allerdings sieht das hier so neu aus, dass ich fast schon glaube, entweder haben die das nochmal irgendwie beschichtet oder ja, so. Ja, das wird definitiv gestrahlt irgendwie. Also irgendeine Oberflächenbehandlung hat er schon hinter. Ja. Also ist definitiv verschweißt. Auch krass, dass man das vom Rundlauf her und so weiter so alles hinkriegt. Ne? Mhm. Weil wenn diese Fläche natürlich nicht rund läuft zum eigentlichen Zahnrad, ne, ist das das gleiche wie bei einer Bremsscheibe übertrieben gesagt, die halt wabbelt. Aber okay. Aber das war jetzt hier der zweite Gang. Das ist der zweite, genau. Also du hast hier den ersten sozusagen hier unten sitzen. Dann, ja, jetzt ist natürlich Running Gag, ne? Gradfahrzahn ist der Rückwärtsgang, haha. Ja, ja. hier hast du den Rückwärtsgang, wobei der ja dann aus drei Rädern sozusagen besteht, damit er die Umlenkung hinbekommt. Und ja, dann kommt der zweite Gang, weil du hast ja hier genau diese Gasse, ne? Also das ist ja, wenn ich jetzt runterdrücke, erste Gang und ich mache den Schalthebel nach hinten, zumindest bei den meisten Getrieben, dann ist zweite Gang, ne? Dann schieb ich den nach oben und dann ist wieder halt wieder eine Gasse hier, dritte, vierte Gang. Ne? Ja. Und dementsprechend. Okay, aber das sieht wirklich krass aus wie neu. Ne? Ja, auch hier, das sieht hier alles richtig gut noch aus. Also da ist nichts mit passiert. Nichts verwundert. Dieser Positiv-Negativ-Anteil, da siehst du jetzt aber schon. Das ist jetzt ein schönes Beispiel. Guck dir mal den. Wenn ihr gucken, ob er es eingefangen kriegt. Das ist, also der ist hin. Der ist richtig platt gequetscht. Ich meine, am besten. Der auch. Wenn du. Also hier siehst du schon, ich hole mal einen neuen daneben vielleicht, zum Gucken. Wenn man da so reinguckt, wie man die, es kaum noch Spitzen gibt, sondern dass alles schon platt ist. Wie so ein Gewinde, was fast runter ist. Ja, aber krass, dass trotzdem noch der Gang so gut aussieht. Ich meine, klar, 1 in 2 bei einem Auto, was eh nur durchdreht, schaltet man auch nicht so oft. Schnell. Aber dann sieht man mal wieder, wie gut dann doch noch diese Doppelsynchronisierung funktioniert. Ne? Mhm. Ja, die haben auch, also umso neuer das Getriebe wird, desto besser sind auch diese Notlaufeigenschaften, sag ich mal, oder die einfach, die haben ja dann irgendwann, sind die ja davon weg, dann gab es diese mit Carbonbeschichtung, die du ja auch aus dem 01E mit Sicherheit kennst dann, dann gab es noch so eine, die sind so bespritzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das kann man sogar auch bei Oldtimer-Getrieben nochmal nachträglich drauf spritzen lassen, da gibt es Firmen, die das machen, hochinteressant auf jeden Fall, wenn es Synchronring nicht mehr gibt. Dann gibt es jetzt halt ganz neu diese, oder relativ neu, ich glaube seit 2017 oder 18 machen die das mit diesem Friction Pad. Das ist dann wirklich wie so kleine Pads, nochmal ein anderes Herstellungsverfahren. Also wie so ein Stoff, der da drauf ist? Ja, schwer zu beschreiben, aber es sind halt so ganz viele kleine Vierecke letzten Endes, die dann einfach nochmal irgendwie. Wo du gerade sagtest, 01E, war das 01E zweite Gang doppelsynchronisiert? Das 01E müsste zweite Gang, bin ich ein bisschen überfragt gerade. Ist ewig, dass ich mal eins im Auto hatte. Ich meine nicht, ich meine erst das Nachfolgergetriebe, was bei mir in dem B7 drin ist. Das war, glaube ich, dann doppelt synchronisiert. Ja. Aber, okay. Weiter geht's. Da hast du mal einen neuen zum Vergleich. Das ist jetzt auch zweite Gang. Da merkt man auch schon beim Anfassen halt, ne, wie spitz das Ganze noch ist. Ja, das ist aus dem 02M oder 02J. Na, und die sind noch richtig schön scharfkantig und machen ihren Job. Wow. So, dann gucken wir uns nochmal, ich muss mal ein bisschen sortieren. Und ich meine, ich krieg's auch sonst wieder zusammen, aber so ein bisschen Ordnung beim Getriebe bauen ist auf jeden Fall immer nicht verkehrt. Dass man bevor hat, mal, wenn man noch ein paar mehr rumliegen hat. Ja, das spart dann später viel, viel Kopfzerbrechen auf jeden Fall. Und wenn man es merkt, ist ja immer noch gut. Wenn man es nicht merkt, sage ich mal, beim Zusammenbau, hat man halt später dann das Theater. Ne? Aber ja, das ist zum Glück noch nie passiert. Also. So, jetzt haben wir hier, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, das müsste der vierte sein. Und das müsste der dritte sein. Also das ist vierte Gang. Oh, da sieht man, das ist das, was ich meine mit dem Öl, ne? Übrigens, ja, auch das sieht ja schon alles. Wir können das mal sauber spülen mit ein bisschen Reiniger, dann sieht man das vielleicht sogar noch besser. Ja doch, also doch, es geht tatsächlich, geht so schon runter. Ja, das ist aber normal, dass die so ein bisschen, also dass die so ein bisschen korrodieren und anlaufen, das hat man ganz oft. Aber was mir hier so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist dieser Positiv-Negativ-Anteil. Das ist halt genau diese Problematik mit den GL5-Ölen auf synchronisierten Schaltgetrieben. Ja, also da siehst du auch, die sind total mit Druck. Die haben dann zwar noch irgendwie ihren Job gemacht, aber die sind halt total zerquetscht. Die sind auch komplett stumpf halt, ne? Da ist nichts mehr spitz. Genau.
Also das würde ich, sowas würde ich halt nicht mehr verbauen, aber auch damit dem Hinweis, wenn wieder ein GL5-Öl gefahren wird, also 75 wie 140 oder was ihr da, wahrscheinlich war es ja 75 wie 140. Ja, 75 wie 140, genau. Ja. Dann mit dem Hinweis, dass es nach kurzer Zeit wieder so aussehen wird. Ne? Wobei die Zähne noch erstaunlich gut dafür aussehen. Ne? Da hätte ich gerade noch schon noch viel, viel Schlimmeres schon erwartet. Ja, das stimmt. Also klar, spitz sind sie auch nicht mehr, aber... Aber ihr wisst ja selber auch am besten, wie es Geräusche gemacht hat beim Schalten. Ja, ja. Ne? Also wenn man jetzt den Gang reinwirkt und es macht irgendwelche Geräusche, da passiert halt immer mechanisch irgendwas in dem Moment im Getriebe. Ne? Ja, vorhin gerade, wenn man wieder einen starken Arm hat und richtig dran zieht. Ja, oder die Shifter, ne? Ja, die Shifter, die lassen dem Getriebe natürlich auch noch weniger Zeit. Ja, ne? Also für die Synchronisierung. Für die Synchronisierung, ja. Das ist genau, was Lennart gerade anspricht, warum eigentlich eine Schaltwegsverkürzung fürs Getriebe nicht gut ist. Weil je schneller ihr schaltet, je weniger Zeit hat das Ganze natürlich, sich auf die passende Drehzahl anzupassen. Und je eher hat man natürlich Zahn-auf-Zahn-Kontakt. Ja, hier ist auch schon wieder. Also das wären jetzt solche Synchronringe. Das ist jetzt der dritte hatte ich gesagt, genau. Da würde man sagen, okay, das würde keiner mehr einbauen in ein normales Getriebe. Also haben wir Synchronisierung doch eigentlich getötet in den 3.000 bis 5.000. Also wir haben es nicht damals aufgemacht, also wir haben es nicht selber zusammengebaut. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es ursprünglich mal aussah. Aber Fakt ist, du sagst, es sieht jetzt auf jeden Fall nicht mehr so gut aus. Ja, weil die Zähne sehen eigentlich auch noch gut aus. Ja, okay, krass. Einmal synchronisiert. Das heißt eigentlich Synchronisierung, zweite Gang, dritte Gang, vierte Gang, neu. Und eigentlich, wenn wir schon mal dabei sind, fünfte Gang auch noch. Man kann es machen, aber fünfte Gang, wie gesagt, ja, man kommt ja dran, aber wenn man es einmal offen hat... Das Problem ist, da wir mit diesem Auto ja eigentlich nur auf Events fahren, haben wir wahrscheinlich nur diese 1, 2, 3 Versuche, den fünften reinzuwürgen. Und wenn es dann genau in dem Moment daran scheitert... Und gerade, ich gucke ja fleißig deine Videos, da war das Thema ja mal, dass man gerade bei den höheren Gängen und den höheren Geschwindigkeiten dann ja noch mehr Zeit verliert, sage ich mal. Dementsprechend ist das natürlich in den höheren Gängen dann eigentlich ja sogar noch wichtiger als in niedrigen Gängen. Ja, genau, weil das Problem ist halt einfach, dass man, je schneller man fährt, je mehr Meter legt man halt einfach zurück. Ne? Hm. Aber wenn du dann halt beim Schalten lange brauchst, machst du natürlich extrem Strecke. Ne? Und wenn du nur 800 Meter hast, wie bei den Events, sind die halt schnell immer wieder vorbei. Okay, das heißt, wir müssen gucken, ob es die alle noch neu gibt. Zahnräder können alle bleiben. Genau. Thema Welle und Schlag, ist da irgendwas? Also ich habe nichts feststellen können. Ich wollte nochmal, das mache ich dann in Ruhe, dass ich die nochmal einbaue in die Gehäusehälften sozusagen. Das muss ich aber auch machen, wenn ich die neu einmesse, weil wir hatten ja schon festgestellt, dass das Getriebe noch zusammen war, dass die Eingangswelle Spiel hat. Mhm. Und dadurch, dass die ja durch die Kegelrollenlager quasi in dem Konus geführt ist, und wenn die jetzt Spiel hat und ich überprüfe die auf Schlag, dann habe ich halt... Die kann dann taumeln, sage ich mal, weil die nicht hundertprozentig mehr geführt ist. Ne? Ich vermute mal auch, dass das Verschleiß ist, dass das damals nicht so zusammengebaut worden ist. Das heißt, links und rechts ein Kegelrollenlager und dadurch ist die Welle halt eigentlich, wenn man es vernünftig einmisst, spielfrei da drin. Genau. Also die Eingangswelle wird in der Regel mit relativ wenig Vorspannung eingemessen, aufgrund der Synchronisierung, damit das halt alles noch sauber synchronisiert. Oder hat auch noch andere Vorteile oder andere Gründe, aber prinzipiell genau, also mit ein bisschen Vorspannung oder halt bei Eingangswelle vielleicht auch mit Null spielt, zumindest laut Leitfaden. Cool. Ja, dann haben wir hier nochmal unsere Lamellensperre, die da drin ist, aber die Thematik hatten wir ja schon ein paar Mal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Getriebe, alleine wegen der Glocke und so, und dann muss das da einmal wieder eingemessen werden. Genau, also beim Glockentausch, da sind die Toleranzen so groß, dass ich davon ausgehe, dass ich alle Lager neu einmessen muss. Mhm. Ich gucke mir die natürlich auch nochmal in Ruhe an. Ich gehe aber davon aus, dass wir die, weil das Getriebe wird keine 50.000, 60.000 halten, einfach, dass wir die Lager noch übernehmen können, größtenteils. Das würde ich auf jeden Fall neu machen. Ansonsten Eingangswelle gucke ich mir mal alles nochmal genau an und dann entscheide ich, ob ich die Lager lasse oder nicht. Das heißt, beim Lagereinmessen geht es auch darum, dass wir übertrieben gesagt hier eine Wand und da eine Wand haben und wie die Lager zueinander stehen. Genau, also beim Einmessen ist letzten Endes ja so, wenn wir die mit Nullspiel einmessen, dann wird sozusagen das Lager genau spielfrei eingemessen. Das heißt, dass ich die Welle nicht mehr radial oder axial bewegen kann. Wenn ich jetzt eine gewisse Vorspannung drauf gebe, also sprich die Passscheiben hinter den Lagerschalen dicker mache, habe ich ja eine Vorspannung auf dem Lager. Dann wird das sozusagen ein bisschen gequetscht. Das hat mehrere Beweggründe.
ich bin da ja auch kein Fachmann oder habe das studiert oder irgendwas, aber letzten Endes macht man das, damit die Lager einmal auch rollen und nicht rutschen und damit die Welle einfach halt auch sauber geführt ist. Ne? Deswegen soll sie auf jeden Fall zumindest kein Spiel haben, eventuell sogar ein ganz bisschen vorgespannt sein. Genau, also in der Regel misst du alle Wellen mit Vorspannung ein. Außer die Eingangswelle, die wird zumindest laut VW-Angaben wird die mit einem Nullspiel eingemessen. Das heißt, dass sie gerade so geführt ist. Die Erfahrungswerte zeigen da aber auch, dass man da ein bisschen mit spielen kann. Gerade wegen dieser Führungsproblematik, durchbiegende Welle, vierte Gangabriss und so weiter. Praktisch sind aber beide Wellen, haben die gleichen Lager, also gleichen Lager vom Aufbau her. Das heißt auch Eingangswelle, Welle Nummer 2 hat genauso auch wieder zwei Kegelrollenlager. Genau, bei den Getriebetypen, also 02A und auch folgende 02J, 02S und so weiter, ist das so. Es gibt auch Getriebe, zum Beispiel, schön ist das zu sehen in der Generation, dann 02M, also Golf 4 R32 zum Beispiel, und dann Golf 5 R32 hatte dann ja schon das 02Q. Da haben sie letzten Endes geändert, dass sie dann hier ein Eingangswelle kupplungsseitig ein Tonnenlager verwendet haben. Das heißt, das hat keine Führung so und hinten ein Rillenkugellager. Und das wird halt dann nicht mit einer Vorspannung eingemessen oder so. Das verstehe. Ist vorspannungsfrei. Ne? Also ein komplett anderes Lagerprinzip eigentlich, wie man die Welle am Ende lagert. Ne? Genau. Und jetzt allerletzter Punkt für heute. Wenn du jetzt als Beispiel sowas einmisst, dann machst du das Ganze, das Einstellen später ist mit Scheiben, die unter dem Lagersitz sind. Genau. In verschiedenen Stärken. Prinzipiell, wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat, lässt man erstmal die Scheiben weg oder macht eine vordefinierte dünnere Scheibe rein, misst dann den Hub sozusagen der Welle und addiert dazu eine konstante Vorpressung oder einen Wert, sage ich mal, dass man die Vorspannung dann erreicht. Und am Ende gibt es dann oft noch, nicht bei jeder Welle, weil man oft nicht drankommt, zum Beispiel 02M kommt man nicht dran, aber bei dem Getriebe kommt man eigentlich an alles dran, kann man es nochmal kontrollieren über den Reibwerk der Lager. Ah, okay, ja. Krass. Das heißt aber praktisch musst du schon jedes Mal zum Messen alles zusammen, dann quasi das Spiegel von der Lager mit einer Uhr messen und dann wieder zerlegen und passende Scheiben runter. Wenn ich gar keinen Anhaltspunkt habe, dann ja. Krass, okay. Es gibt dann, um diesen Reibwert zu messen, gibt es sag ich mal, Instrumente mit einem Schleppzeiger oder entsprechend, wenn man es irgendwann im Gefühl hat, es gibt viele Firmen, mit denen habe ich gesprochen, die sagen, ah, sowas haben wir nicht, sowas brauchen wir nicht. Das haben wir im Gefühl, ne? Wie viele Newton, Zentimeter das dann halt sind, entsprechend. Ja. Weil ich überlege gerade, die zweite Welle, wie kommst du da zum Messen dann drauf? Weil die ist ja komplett, in dem Fall guckt sie hinten auch raus, ne? Brauche ich in dem Fall nicht, weil die ist ja hier hinten auch wieder nur durch ein Tonnenlager geführt. Und ich habe ja die wir haben es jetzt nicht komplett zerlegt, deswegen ist das jetzt ein bisschen, also hier hinter sitzt ja noch ein Lager. Und letzten Endes ist diese Vorspannung nur in diesem kleinen Bereich. Ah, okay, verstehe. Also es ist quasi Lager, Lager und je weiter du es halt übertrieben gesagt zusammenziehst, je höher ist die Vorspannung auch. Ja, ich habe wieder eine Passscheibe hier unter der Lagerschale und die Passscheibe bestimmt dann halt wieder den Abstand entsprechend und drückt dann das Ganze zusammen. Okay. Was natürlich das ganze Getriebe auch wahrscheinlich vielleicht auch so stabil macht, weil halt einfach die Abtriebswelle so wie so eine Art Käfig ja drumherum hat um die beiden Lager, die halt wirklich im Gehäuse fest verschraubt ist zusätzlich nochmal. Ne? Genau, das ist jetzt auch schon der etwas stabilere Lagerdeckel, den gibt es auch noch vom, bei den, sag ich mal, schwachen Getrieben 02A, da ist der einfach nur aus einem tiefgezogenen Blech oder sowas. Ne? Und das ist jetzt schon der gute, ein Gussdeckel, der ist schon ein bisschen, ja, da haben sie schon ein bisschen was massiver gebaut. Okay, ja. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Gerne. Einmal Gehäuse tauschen, dann ist hoffentlich Ruhe. Wird wahrscheinlich nicht so sein, weil irgendwas kriegen wir ja leider immer kaputt. Aber Radsatz toll gehalten, muss man einfach so sagen, für so ein günstiges Getriebe. Und ich bin gespannt, wie es sich danach schalten lässt, weil das werden wir auf jeden Fall direkt überprüfen. Kann ja eigentlich nur bergauf gehen. Aber jetzt, wo ich die Synchronisierung sehe, bin ich mal gespannt. Weil es war vom Schalten her gut, aber nicht perfekt, definitiv. Tja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde im Oma-Golf. Ciao.